Und Rio weiß ich noch nicht so ganz, was er spielen wird. Die St. Louis mangels Alternativen gerade im Hafen. Sehr gut. Ja, dann lock sie mal rein. Und dann. I do it. I locking it in. Ja, hervorragend. Also St. Louis habe ich jetzt zwar schon ein paar Mal gespielt. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Part bei mir mit der St. Louis, aber ist trotzdem ein schönes Schiff. Von daher, ja. Ne? Ja, Wird also laut schon hier geil wird sein. schon. Übrigens das erste Mal, dass ich dann World of Warships in einem Together bringe. Bei mir das gleiche. Also du bist da mein Erster auch. Wir entjungfern quasi gegenseitig unsere Projekte. Das hat schon was, ja. Ist schon geil. Ist schon geil. Ich hätte gerne so einen Falken wie gerade im Loading Screen auf meinem Deck. So ein richtig schöner amerikanischer Falke, der wacht, dass meine Leute alles richtig machen. Wo willst du denn langfahren? Auch gute Frage. Ich würde eher fast mal links rumfahren. Da ist gefühlt so ein bisschen mehr los. Also eher so Backport. Ihr habt ganz genau. Links ist Wo C. bist du denn überhaupt? Ich sehe dich nämlich gar nicht. Ich bin direkt bei C. Du bist. Ah, okay. Ah, ja, da drüben. Da, du bist Also außerhalb ich bin der Reichweite. schon. Ja, ich komme zu dir einfach rüber. Ja, mach das Du mal. kannst ja schon mal die ersten kaputt machen und dann mache ich den Rest. Ja, klar. Ich schieße jetzt gleich mal rüber und. Ja, ein Ja, ich One-Shot habe wäre so ja. ein ganz nice. Ja, ich habe ja eine kleine. Ich habe immer ein paar taktische Flugkörper auf dem Deck. Das ist gut. Die schmeiße ich einfach. Also ich muss sagen, ich habe es ja jetzt das erste Mal, dass ich hier in komplett High-Grafik aufnehme oder sonstiges, weil ich mir dachte so, nee, das packt der Rechner niemals. Aber du kannst auf High stellen, auf Ultra stellen, was es glaube ich gar nicht gibt, aber auf High auf jeden Fall. Und es läuft brutal gut. Da gibt es, also es gibt so very high, ne? Ja, ich meine, Memory High habe ich es gestellt, also wusste jetzt nicht, Oh, wie die. very high. Und das läuft fantastisch. Das ist sensationell, muss ich sagen. Sensationell. So, ich bin gerade hart im Überlegen, wo ich lang fahren soll. Ich glaube, ich fahre einfach mal hier links. Ja, das sollte passen. Ich fahre einfach mal hier links. Hard Backboard. Was ist denn das? Eine Omaha. Ich habe eine Omaha mit dabei. Ehrlich Hast. gesagt nicht so gerne weiter vorfahren. Was ist das noch? Ein Phoenix? Naja, wir sind Warum hier die schießen die Lowtiers. Phoenix-Torpedos? Ja. Ja, wir sind laut hier. Genau. Hast du Das ist schon aber mal eigentlich nicht Flugzeugträger so. gespielt? Ja, hab ich auch schon ein Video von oben. Ah, muss ich mir selber noch anschauen. Ach, stimmt, das habe ich sogar gesehen, dass du das hast. Wollte ich nämlich heute anschauen, bin ich aber gerade Autofahren gegangen. Mit der Langley. Und? Was ist deine Meinung dazu? Macht unfassbar viel Spaß. Okay, also, weil da habe ich immer so ein bisschen so, weiß nicht, ob das Spaß macht, aber wenn du sagst, passt, dann hole ich mir den definitiv. Ja. Also ich war auch zuerst skeptisch. Ich habe sie mir dann doch geholt, weil viele auch den sehen wollten. Ich hatte bei mir im zweiten oder dritten Part gefragt, ja, was wollt ihr denn als nächstes für eine Schiffsklasse sehen? Ich dachte ja, die meisten sagen Battleship, um diese richtig dicken Battleships zu sehen. Aber nee, die meisten wollten tatsächlich Flugzeugträger sehen Okay. und dementsprechend also die Langley. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Spiele ich einfach nochmal zwei Runden mit der St. Louis und dann hatte ich eigentlich die, dann hatte ich eigentlich Oh, genügend. Torpedobomber bei dir. Hatte ich eigentlich genügend Erfahrung, habe die gespielt und war echt wirklich positiv überrascht. Ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von einem Strategiespiel. Oh, nice. Ja, das finde ich ja allgemein cool. Also du steuerst quasi die Flugzeuge per Befehl. Bist du die meiste Zeit auf einer, wie als ob du auf einer Karte rauf guckst, so ein bisschen Supreme Commander-mäßig. Oh, nice. Falls es Our dir was team is taking sagt. the lead. Du hast aber nur drei Staffeln und du siehst bei den Torpedobombern dann auch immer so ein bisschen ja, musst du abpassen, wie du die Torpedos abwirfst und so weiter. Das Okay. ist echt ganz, ganz interessant gemacht. Das klingt lässig. immer so den Winkel, wie die dann fliegen. Ja, ich sehe schon, muss ich mir auch noch Ja, holen. ist echt ganz. Ah, Mist. Ist echt ganz nett gemacht. Oh, da bekommt gerade die Miyogi ein paar Torpedos ab, ich glaube. Einer, zwei. Ja, mal hier auf unsere Mio, auf die gegnerische Miyogi. Oh, und die Kawachi bekommt auch noch. Boah, die hat sie Glück gehabt, nur einen Torpedo abbekommen. Oh, die fliegen gut. Da hinten ist die Zitadelle. Aber ich muss mal ein bisschen mehr drehen hier.
Aber die brennt immer noch nicht, hey. Ich muss mich da ja als absoluter Nautiker-Idiot betiteln, aber wo ist denn genau die Zitadelle? Wo finde ich die denn? Also die ist unterschiedlich bei den Schiffen. Das ist im Endeffekt der am besten geschützte Punkt des Schiffes, weil hinter der Zitadelle die ganzen empfindlichen Systeme, sage ich mal, liegen. Also Motorblock und so weiter und so fort. Und es ist meistens hinten am Heck so ein bisschen. Also, ah, okay. Ist aber nicht bei jedem Schiff so. Ja, nur, dass ich mal so eine grobe Vorstellung habe vielleicht. Ja, man macht dort eigentlich am meisten Schaden. Auf der Zitadelle. Deswegen versuche ich hier gerade eine Phönix, die ich gerade ganz gut beschießen kann, weil die hat sich da ein bisschen festgefahren. Die hat so den Karamba gemacht. Also die St. Louis, wenn sie mal die Kanonenschüsse rauspratzelt, dann ist das Wahnsinn, was da wegfliegt. Ja, ich mache auch eine Miyogi gerade ordentlich. Versuche gerade ordentlich die Miyogi zu beschießen, aber. Komm schon! Oh, sie ist zerstört. Warum schießen denn die ganzen schweren Kreuzer hier auf mich? Ja. Ah, sehr gut. Die ganzen schweren Dinger hier schießen gerade alle auf mich. Ich komm schon, ich bin leider noch 11 Kilometer von dir weg. Haben alle Angst vor mir. Wer ist hin? Du bist weit und breit einfach gefürchtet. Nein, das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Da, wo sind denn die Torpedos jetzt herkommen? Ich brenne. Ich brenne so hart. Oh ja, da ist die Miyogi. Das kann ich auch mal bald drauf schießen, wenigstens. Oh, das macht Schaden. Müssen wir da vorne schießen? Ah, nicht ganz so ideal. Immerhin schießt er nicht mehr auf mich. Ja, schießt er auf mich. Ah, 3000 Schaden. Ah, das war nochmal eine ganz nette. Jetzt schießt er auf mich dann. Ja, ich muss mal einmal um den Berg rum. Kann ich gerade nicht mehr wirklich drauf schießen. Normalerweise. Hey, ich glaube, ich krieg sie gerade ganz gut. Ah, die fährt, glaube ich, gleich mal raus. Ja, da ist er. Ah, die fliegen gut. Nochmal so ein Schrei. Oh, jetzt schießt sie wieder auf mich. Jetzt ist sie doch schon gut wie weg. Ja, ich auch gleich. Sehr, sehr schön. Hätte mich mit der nächsten Salve definitiv umgehauen. Ah, das war nicht einfach gerade. Also die sind Louis, die ist so hart. Die ist, ne? Wahnsinn. Battleship. Gegen zwei Battleships habe ich überlebt. Also wenn sie gut positioniert ist und alle Kanonen schießen können, dann ist das schon ein Pfund, was da auf den Gegner schießt. Ja.
Versuch mal in die Mitte zu fahren, Richtung B. Ja, bin da, hänge ich mich dran. Können wir vielleicht B einnehmen? Ja, die haut halt, wenn du gut triffst und dann auch mit AP, die ist auch relativ präzise, finde ich. Das ist das Schöne an der St. Louis. Also ein richtig tolles T3-Schiff. Ich bin auch echt am überlegen, ob ich das einfach behalte, weil das macht Spaß. Das ist ein richtig spaßiges Schiff. Habe ich eh vor, dass ich möglichst viele Schiffe behalte. Also gut, jetzt mal Tier 1 und Tier 2 ausgenommen, aber so ab Tier 3. Dass man einfach so ein bisschen... Ja, das ist halt leider nicht immer ganz möglich, weil du ja keine... Also mir ist es nicht möglich, weil ich kriegst ja keine Piastas. Hast du noch keine? Na doch, ich habe 5000 Piastas geschenkt bekommen genau. Von Wargaming. Die meine ich. Das war's. Ja gut, aber davon sind ja auch welche jetzt für Premium-Zeit draufgegangen. Achso, ja gut, das habe ich noch gar nicht, also habe ich noch gar nicht genutzt dafür. Ist schon sinnvoll. Also wenn du okay. ein bisschen schneller vorankommen möchtest und wirklich dir auch mehr Schiffe angucken möchtest, noch innerhalb der Closed Beta, dann macht das schon Sinn, weil okay. du wirklich erheblich mehr Erfahrungspunkte kriegst. Finde ich. Gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie lange genau die Closed Beta laufen soll oder so weiter und so fort. Da noch nicht so viel Infos drüber. Nee, ich glaube, das ist noch nicht so ganz fix. Nee, das stimmt. Aber man kann ja schon mal alles testen und so ein bisschen sich einen Einblick verschaffen, was man dann im fertigen Spiel angucken will. Also ich denke mal, dass die Closed Beta nicht so lange laufen wird wie die... Alpha. Ich glaube, die wird bei weitem zu Ende sein. Ich denke mal, wir werden uns so Richtung Ding orientieren, Richtung Gamescom, kann ich mir vorstellen. Ja, kann gut möglich sein. Vielleicht sogar schon ein Stück früher. Also Open Beta mäßig, weißt du? Bis dann Open Beta kommt und nach der Closed Beta, also in der Open Beta, zur Open Beta hin, wird ja der letzte Wipe dann sein und was du dir in der Open Beta spielst, das behältst du dann auch. Gesehen. Von wem sind denn eigentlich die Torpedobomber? Ach, die haben ja noch einen Flugzeugträger. Genau, wir könnten rein theoretisch mal den Flugzeugträger jagen gehen. Aber die Frage ist, ich glaube, das Spiel ist davor zu Ende, wenn ich da oben mir so die Balken anschaue. Ah, mal schauen. Also ich hoffe eher mal noch drauf, einen der Gegner... Ja, die Kongo da eben. Auf der Kongo will ich ehrlich gesagt nicht fahren. Ja, das würde ich nicht überleben. Neben Zweifel mache ich da den Vorreiter. Ja, aber dass die so unglaublich ewige Reichweite haben, das ist so unverschämt. Da, was, die Kongos? Ja. Ja, allgemein ist, später die Kreuzer. Ja, aber die gehen schon brutal weit. Also ist ja auch richtig so. Aber ich unterschätze es immer ganz gern mal, muss ich gestehen. Ja, können schon wesentlich früher auf dich schießen als du auf sie. Das auf jeden Fall. Oh, schießt da was auf mich oder was du das? Nee, es war hinter uns. Die Miyogi schießt schon auf die Kongo. Ach, guck mal, da ist eine St. Louis, ne? Ja. Oh, ob das was trifft? Doch, das könnte sogar hinhauen. Jo, vier Treffer. War nicht schlecht. Wasser. Ups, das war ein bisschen vereinzelt geschossen, aber egal. Und Feuer! Naja, vier. Ach, die St. Louis schießt auf mich. Oh. Dann. Unverschämte. Dann werde ich auch auf die St. Louis schießen. Ja, jetzt schießt die Kongo auch wieder auf mich. Oh, Torpedos hinter mir. Gott sei Dank, die gehen noch vorbei. Guck mal so ein bisschen ab. Ich schieße auch mal auf die St. Louis. Eine gute Idee. Ganz nett, wenn die mal anfangen würde zu brennen. Oh Gott, die hat mich gleich. Ja. Ah, verdammt, ich habe hier zwar mehr Schaden gemacht als sie mir, aber das
trotzdem nicht so gut. Kannst du mit AP schon schießen? Du machst da ja gerade, oder? Bin ich fleißig dabei. Richtig schön auf rundseitig schießen, ne? Also Wasserlinie. Ja. Okay. Ja, das haben wir aber gewonnen, glaube ich. Ja, ich denke auch, also da. Jetzt schießt natürlich wieder hier. Der hinterhalb auf mich. Boah, der eine hat gesessen, ey. Aber sowas von. Da habe ich hier auch ein nettes Pfeifen drauf. Jetzt könnte die Miyogi auch schießen. Der hat auch gut getroffen. Mittlerweile lernen auch immer mehr Leute das Spiel. Das stimmt. Wissen, wann sie welche Munitionsart am besten schießen sollten. Oh, Alter, 11.000. Voll erwischt. Aber sowas von. Aber es sollte doch trotzdem noch klappen. Ja, ja, das wird schon. Wobei, wenn der Flugzeugträger noch einmal doof einen von unseren trifft. Ja, aber guck mal, da ist ja noch eine andere. Kawashi ist noch unterwegs. Ja, aber die ist ja sonst wo, oder? Gefühlt. Ja, aber allein durch die Punkte, die wir durch ja, das stimmt und schon. B und C kriegen. Also, wir müssten ja sehr schnell den anderen, das andere Battleship noch treffen. Das dürfte eigentlich durch sein. Also ich muss sagen, ich sehe mich immer wieder, wie ich mir die Schiffe anschaue und das Wasser und so und wie mir das einfach, wie gut mir das gefällt. Mhm. Mal gespannt, ob World of Tanks auch irgendwann mal so einen optischen Stand erreicht. Wünschenswert wäre es. So, jetzt noch also ein Tick. Also von den Modellen her, wenn man sich die AD-Modelle anguckt und so weiter, dann... Da war's das. Sieht ja World of Tanks auch schon gut aus, aber da ist das Terrain und so weiter, was eben noch nicht so busch aussieht. Oh, da ja, habe ich mich ordentlich geschlagen. Oh, wie nett. Drei Abschüsse hat er gemacht. Ja. Wie viel Schaden hast du rausgehauen? 52.000. Nicht schlecht. Ich bin bei 40.000 plus Sekundärbatterie nochmal 4.000. Ey, die Sekundärbatterien können auch richtig ausdrücken, ey. Ja, Rio. Ja. War schön. War eine nette Runde. Lange schon, ne? Ja. 20 Minuten Runde, hey. Also, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Und ja, lasst uns beide doch ein Abo da. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.